Nur kurz auspacken und bei Nichtgefallen zurückschicken. Ganz normal beim Online-Shopping. Dumm nur, zurück beim Händler wandert der neue Artikel oft direkt in den Müll. Denn Aufnahme und Wiederverkäufe von Retouren sind für Online-Händler aufwendig und teuer. Doch damit soll nun Schluss sein. Es geht darum zu sagen, dass man auch neue Sachen nicht einfach in den Müll schmeißt. Sie müssen wieder in den Verkauf oder sie müssen gespendet werden. Künftig sollen die Händler dazu verpflichtet sein, Retouren gebrauchsfähig zu halten. Nur wenn von ihnen ein gesundheitliches oder technisches Risiko ausgeht, dürfen sie vernichtet werden. Die Uni Bamberg schätzt, dass es in Deutschland pro Jahr zu etwa 280 Millionen Retouren kommt. Davon landen 11 Millionen direkt im Müll. Wir wissen, dass Textilien und Elektronikgeräte häufig als Retouren ungenutzt zurückgehen und vernichtet werden. Wenn man sich überlegt, wo die hergestellt wurden, in China, in anderen asiatischen Ländern, wie lang der Transportweg ist, den die Produkte hinter sich haben, dann ist das ein ökologischer Skandal. Die großen Versandhäuser schweigen sich größtenteils zu ihren Retouren aus. Amazon äußert sich auf Nachfrage mit einer Videobotschaft. Und wir investieren seit langem, um möglichst wenig Produkte entsorgen zu müssen. Denn das tut kein Unternehmen gern. Deshalb arbeiten wir intensiv mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, wie Inatura oder die lokalen Tafeln. Demnächst könnten Händler deutlicher machen, was genau mit ihren Retouren passiert. Versandhäuser sollen künftig dokumentieren, was sie mit Paketen machen, nachdem sie wieder bei ihrem Absender gelandet sind.